Ah, der war gut, der war gut. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Fallout 4. Mein Name ist der Ed von edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und beim letzten Part wollten wir ja versuchen, dort hineinzukommen. Hat aber nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Genauso wie ich jetzt schon wieder sehe, dass die Anzeige nicht wieder in Ordnung ist von der Rüstung. Und ja, bevor wir versuchen, da reinzukommen in diesen Tunnel, in die Waffenkammer, sage ich jetzt mal, werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen was ablegen noch. Sprich, was wir jetzt so nicht brauchen. Hier sind wir verkehrt. Und deswegen gehe ich eigentlich erstmal raus hier. Ich wollte mal an die frische Luft sozusagen. Hier genau. Denn hier haben wir auch wunderbar eine Werkstatt. Da können wir ja ein bisschen was rüber schiffen, sage ich jetzt mal. Ein bisschen leer machen. Meine Kleidung. Guck mal, das brauchen wir zum Beispiel jetzt nicht. Hilfsmittel lassen wir. Diverses. Schrott. Genau. Hier haben wir jede Menge Scheiße. Also geht jetzt hier erstmal alles rüber. Damit wir genug Platz haben. Aber man muss. Also ich hatte den Part eigentlich gestern Abend noch extra aufgenommen, aber leider hat es mal wieder technische Probleme gegeben. Voll scheiße, sag ich jetzt mal. ich gehe mal kurz aus der Power-Rüstung raus. Und ja. Und jetzt gehe ich mal wieder rein, damit die Anzeige wieder stimmt. Hoffe ich doch zumindest. Und dann versuchen wir mal, diesen Tunnel da freizukriegen. Na? Ja, jetzt stimmt die Anzeige auch wieder. Alles klar. So, schauen wir mal. Auf zum besagten Tunnel. Gucken wir mal. War das hier? Nee, aber hier liegt noch was. Ascherhaufen. Aktivieren kann ich nicht. Na gut, dann eben nicht. Ist mir doch egal. Aber wo war denn das jetzt hier? Ich muss ja zu diesem besagten Tunnel. Ich glaube, das war dort hinten. In dieser Ecke hier. Muss mal gucken. Wo das hier war. Das ist auch ein Labyrinth hier. Da verirrt man sich schon mal. Ist es hier? Ne, hier ist es auch nicht. Ja, wo ist es denn jetzt? Fängt ja schon wieder super an, der Part. Ja, hier müsste es sein, oder? Bingo. So, jetzt müssen wir eigentlich nur V drücken. Und jetzt können wir das verwerten. Sehr gut. Und der Tunnel ist frei. Gehen wir da runter und schauen, ob es noch einen Weg hindurch gibt. Genau. Schauen wir mal. Und abwärts. So. Burgtunnel. Sü. Schauen wir mal. Alles klar. Jetzt müssen wir... Ich mach mal den... Halt. Quatsch. Wie immer, ey. Das Licht an. Irgendwie aufpassen hier. Ziemlich dunkel hier unten. Oh ja. Pass besser auf, wo du hintrittst. Definitiv. Es ist hier ziemlich dunkel. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir noch irgendwas finden? Da ist eine Mine. Viele Passanten durch. Nehmen wir mit. Natürlich, entschärft. Aber irgendwie stimmt das mit der Anzeige nicht. Ich habe keine EPs bekommen. Noch irgendwo was? Ne, sieht leer aus. Okay. Gucken wir mal weiter. Müssen aufpassen. Da schon wieder eine Mine. Oh. Scheiße, ich wollte sie eigentlich entschärfen. Schade. Hat nicht so funktioniert. Gucken wir mal, was hier noch ist. Oh, die gute Piper. Hier ist der Weg versperrt. Obacht.
Lieber zweimal gucken. Nicht, dass wir wieder blind in eine Mine reinlaufen. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Auf jeden Fall, hier ist Hirnpilz. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll. Zement sagt, das könnten wir natürlich auch alles jetzt mitnehmen. Aber, dann überladen wir sofort. Keine gute Idee. Also weiter vorpirschen. Da sehe ich schon wieder die nächste Mine. Vorsichtig ran. Na komm. Genau. Entschärfen. Alles klar. Der Bereich hier ist auch jetzt safe. Mal gucken. Schauen wir mal. Ob wir hier noch irgendwas sehen. Schutthaufen. Da wird es ausgeleuchtet. Ziemlich hell. Oh, Geschützturm. Okay, ja, super. Drängel mich mal ab hier, du blöde Nuss. So, zack. Alles klar. Und Feuer. Jo, sehr geil. Nice Shot. Erledigt. So, da ist eine Mine. Obacht. Halt. Die Teile nehmen wir mit, natürlich. Komm. Entschärfen. Und die Mine nehmen wir auch mit. Was haben wir denn hier noch mehr? Vorsichtig, ich gehe mal andersrum. Ich versuche es zumindest mal. Hier sind wir, glaube ich, gekommen, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre. Ja, hier sind wir durchgekommen. Scheiße. Eck. Ah, verdammt. Strohkissen. Benzinkanister. Noch was. Eieiei. Jetzt geht's aber los hier. Kartoffelchips. Zuckerbomben. Lötlampe. Sehr gut für Teile. Hier drin ist es plötzlich verdammt still. Ja, da hat sie recht. Fleisch und Bohnen. Lasermuskete. Die können wir, glaube ich, auch zerpflücken. Gibt ja schließlich auch Teile. Komm, mach mal ein bisschen Platz. So, da ich ja den Part kenne, ich habe es ja gestern, wie gesagt, schon mal gemacht, weiß ich, was gleich kommen wird. Deswegen gehen wir mal auf eine etwas härtere Waffe. Die vielleicht mal ein bisschen mehr Schaden anrichtet dann. So, was haben wir hier noch? Knochensäge, Zementsack natürlich. Und hier ist ein Fusionskern, den wir sehr gut gebrauchen können. Ja, was liegt hier? Hier liegt nichts mehr. Buffend. Was ist das hier? Psycho. Laborstation. Können wir im Moment nicht gebrauchen. Vorsicht, Mine. Nicht da reinlaufen. Geh weg da. Mach keinen Scheiß, du. So. Wieder. Ja. Okay, jetzt geht's los. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Sarge noch hier unten ist. Ja, ja. Mal sehen, ob wir damit ordentlich Schaden anrichten können. Mit der Wumme. Au. Oh. Ja, er schießt schon. Ach du grüne Neune, er ist kaputt. Aufpassen. Ja, ja. Ja, wo schießt du denn hin? Komm. Versuch mal. Eieieiei. Der macht aber wirklich böse Aua. Oh, 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 oh. Ich muss mal kurz ein Stimpack mir reinpfeifen. Ach Gott, ey. Ich vergesse immer, auf welchen Teil ich das gelegt habe. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Das mit den Stimpacks und so weiter. Machen wir mal kurz. Stimpack. Red X. Raketenwerf. Stimpack auf die 5 habe ich es gelegt. Natürlich.
Alles klar. Bescheid auf die 5. Autsch. Autsch. So, Torso und volle Schuss. Ah, der war gut, der war gut. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Jetzt aber. Sauber. Durchgedreht ist. Er hat die Burg bewacht seit schon immer, soweit ich weiß. Ja. Das hat er. So. Da, das sieht doch richtig geil aus, aber da kommt man das leider nicht. Entschuldigung, nichts für uns. So, da brennt's. Was haben wir denn? Fusionskern. Sehr geil. Patrone. Da ist ordentlich was drin, ne? Für uns. Das ist doch schon mal richtig geil. Guck mal, was wir hier noch so haben. Die Laterne nehmen wir mit. Bettchen. Während der hier schön ausbrennt. Geile Nummer. Kann man einen Screenshot von machen. So, schauen wir mal. Hirnpilz nehmen wir auch mit. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wofür wir es brauchen. Ja, das war's. So. Und da haben wir jemanden. Und das ist der gute General McKen. Ken? Minuteman, Generalshut. Generaluniform, okay. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist. War General McKen. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Alles klar. Schauen wir nochmal. So. Benutzeraufzeichnung. Angriff in der Nacht. Letzte Nacht wurde ich gegen 0200 von einem Schlag geweckt, der die ganze Burg erzittern ließ. Lieutenant Foster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westliche Mauer durchbrochen hat. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist es nur ein Behemoth in der Lage, solchen Schaden anzurichten. Falls aber Supermutanten in den Hof eingedrungen sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Böse. Sehr böse schon mal. Meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern hören. Doch bevor die Nacht nachgibt, bevor die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt von meinem Quartier wegzuräumen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass Supermutanten unsere Artillerie gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden. Ja, letzter Eintrag. Das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag. Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Dehydrierung verstärken wird, aber mir ist es lieber, dem Tod mit einem guten Tropfen zuzuprosten. General McGann, Commonwealth Minuteman. Also, er hat ein ganz böses Schicksal, lebendig begraben. Quasi. Das, glaube ich, wünscht man keinen. Als die Meeresbiester die Burg angegriffen. Ja, halt du den Schnabel. Immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Ja. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Alles klar. Der alte Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe ja. In Frieden, General. Alles klar. Dein Kampf ist zu Ende. Aber so. Weiter geht's. Und wir schleichen wieder durch die Gegend. So, sind wir wieder in den Tunneldingern. Und jetzt probieren wir mal, das Ding hier zu öffnen. Und das Tor geht auf. Sehr geil. Da wären wir. Hab doch gesagt, dass ich uns da reinbringe. Mal jetzt sehen, was noch übrig ist. Genau, auf geht's. Ah, das Paradies.
Schauen wir mal, was wir hier so alles haben. Also, wir haben Splittermine. Ausgezeichnet. Die Waffenkammer ist noch intakt. Plasmamine. Alles, was wir brauchen. Und das Sahne. Splittermine. Baupläne für Wasser. Aufbereitetes Wasser. Stealth Boy. Sehr geil. Baseballgranate. Ja, du trägst zu viel und kannst nicht rennen, ich weiß. Splittergranaten. Mehr Zeugs. Sehr geil. Ein Paradies. Rüstungswerkbank. Klebeband. Zielfernrohr. Strahlsteuer, irgendwas. Lasermuskete, Stufe 4 Kondensator. Das heißt, man kann sie aufrüsten. Aber ich benutze die Lasermuskete ja eigentlich gar nicht. Aber eventuell sollte ich dann doch mal ein bisschen was dran machen. Gucken wir mal. So. Was ist hier denn? Artillerie-Nachschub. Bauplan. Und den Nachschub mitnehmen. All das für ein paar alte, vergilbte Papierchen. Das ist ja wohl ein Scherz. Jetzt stell dich doch nicht dumm. Die alten, vergilbten Papierchen werden uns dabei helfen, das Commonwealth zurückzuerobern. Okay, gehen wir. Vergiss nicht, auch ein paar Rauchgranaten mitzunehmen. Aha, okay. So, Tesla-Bogen. Alles klar. Fatman. Könnten wir. Könnten wir mitnehmen, aber den brauchen wir im Moment nicht. Die Teile hier wären natürlich geil, wenn man die irgendwie nehmen könnte. Leuchtfackel, Rauchgranate, alles klar. Und jetzt schleichen wir erstmal hier raus. Bin schon wieder voll überladen. Wahnsinn. Also den nächsten Punkt sollte ich vielleicht meine Stärke reinpacken. Wäre vielleicht mal ganz ratsam. So. Was sollen wir jetzt machen? Mal zu der Alten hier eiern. Bleib stehen. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Ah ja, okay. Also wir sollen jetzt die Artillerie bauen. Dafür müsste ich erstmal ins Baumenü, beziehungsweise zu der Werkstatt und das Ding dann mal bauen. Na? Und dann sehen wir weiter. Und dann können wir eventuell auch die anderen Teile da bauen. Was hier interessant wäre zu bauen, wäre die Power Station. Das wäre interessant. Damit ich auch hier meine Power-Rüstung reparieren könnte. Werkstatt. Wo bist du denn? Ne, Strukturen wollen wir nicht. Special. Die Artillerie. Alles klar. Tab abbrechen. Und jetzt brauchen wir hier jemanden. Irgendeinen, den wir darauf zuweisen können. Gucken wir mal, wo hier einer ist. Wenn wir nicht so überladen wären jetzt, ne? Ja, das ist echt schlimm. Ich kümmere mich darum gleich. Weil ich würde jetzt schon noch gerne hier jemanden irgendwie zuweisen. Hier, du da. Na komm. Minuteman. Komm, befehligen. Los. Na komm. Los. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Beweg dich. Wir müssen dahin. Bisschen schneller, Dicker. Ja, komm mit. Hallo? Befehligen. Ah, und jetzt kann man wieder nicht laufen. Hey! Compañero. Das ist doch echt... Also die Steuerung, das hätte man so einfach lösen können. Einfach einen Button irgendwo hin mit Befehligen und hast du nicht gesehen und schon wäre es kein Problem gewesen. Aber nein! Los. Komm, steh auf. Ich brauch dich jetzt mal. Äh,
Na komm. Okay, ich will, dass du mal... Komm mit. Befehligen. Ja, jetzt kann man nämlich nicht wieder nicht laufen. Also ich glaube es zumindest. Jetzt gucken wir mal. Dass wir den dazu weisen können. Ich hoffe es mal. Schauen wir mal, ob das geht. Aber ich glaube eher nicht. So, wo habe ich das Teil denn hingebaut? Dort. So, schauen wir mal. Auswählen. Na super, geht natürlich wieder nicht. So, Piper. Können wir, glaube ich, nicht. Aber eventuell können wir ihnchen hier ran pflanzen. Schauen wir mal, dass du dich da irgendwie ransetzt. Eventuell. Na komm. Der geht irgendwie gar nicht. Howdy, General. Ja. Also das geht gar nicht. Den können wir nicht nehmen. Ja, es ist doch schon wieder scheiße. Ganz ehrlich. Ganz große Scheiße schon wieder. Also ich hasse diese Steuerung da, was das angeht. So, komm. Special. Bauen, abbrechen, verlassen. Ach komm. Da noch einen hin und gut ist. Tab abbrechen. So, Ronnie Shaw. Kann ich glaube ich auch nicht benutzen hier irgendwie. Nee. Ah, es ist doch zum Mäusemelken, liebe Leute. Ich brauche mal irgendeinen Deppen, der hier draußen rumeiert. Ah, das ist, also man hätte ja einfach nur einen Button reinmachen können, dann auf Markieren, anstatt hier irgendwelche Tasten zu drücken. Ganz ehrlich, ja, das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wie man auf so eine bekloppte Steuerung kommen kann. So toll das Spiel auch ist, aber die Steuerung, ey, da hätten sie wirklich... Da hätte echt was passieren müssen. Lasermuskete, die Minigun bleibt auch mal hier. Plasmamine brauchen wir nicht. Splittergranaten nehmen wir auch nicht mit. Das ist noch eine Lasermuskete. Kampfgewehr, Schlagstock, okay. Ja, alles klar. Jetzt haben wir das gelagert. Sind wir wieder unterwegs. Und jetzt muss mal irgendwie hier einer mitkommen. Na komm. Wo ist der jetzt? Pennt der schon wieder? Mann, Mann, Mann. Okay, befehligen. Ja, und jetzt kann ich ja mich nicht laufen, ne? Was? Los. So, was von bekloppt. Alt, bleib hier. Oh. Befehligen. Los. Komm. Sowas von kompliziert gemacht, ey. Unnötigerweise. Gut. Wirklich unnötigerweise. Ja, das ist super. Man kriegt den gar nicht heraus. Komm. Oder ich bin zu dämlich. Ich hätte das alles gern zu seiner gleichen ja, Zeit gesehen. Bleib hier. Befehligen. Los. Hey, General. Ja, komm mit. Komm. Nicht wieder hinlegen, aber was bist denn du für ein Assi? Ganz ehrlich. Funktioniert ja super mit der Steuerung. Also entweder bin ich zu dämlich. Oh, jetzt haut er wieder ab. Befehligen.
Jetzt haut er wieder ab, ey. Komm. Das ist doch echt... Du musst dir erst hier rauslotsen, dass der dann irgendwie mitkommt, oder was? Ist doch scheiße, ganz ehrlich. Ganz große Scheiße, die Steuerung, was das angeht. Also, echt. Komm, befehligen. Los. Piper, verpiss dich. Ich will mit dem Minuteman hier reden. Halt. Befehligen. Ich hoffe, der kommt zurück. Ja gut, er kommt zurück. Und jetzt versuchen wir ihn mal hierher zu lotsen. Piper, weg. Komm. Befehligen. Los. Gott, oh Gott. So, jetzt nochmal. Befehligen. Zuweisen. Oh, was für ein Krampf, Leute. Was für ein Krampf, um den hier zuzuweisen. Aber das hat jetzt wenigstens funktioniert. Der ist jetzt an der Artillerie. Das ist in Ordnung. Wie es jetzt hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich über ein Däumchen freuen. Natürlich über ein Comments natürlich auch. Und über ein Abo sowieso, das wisst ihr ja. Ich bin für heute erstmal raus. Macht's gut. Euer Ed von Endgaming.tv. Bye, bye.